clicking the ring, exactly at the right of the subscribers box, below the like button to be notified about every new video. Hier ist München, hier ist die Allianz Arena. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hallo und willkommen, ich bin Marco Hagemann und neben mir ist Hansi Küpper, der mit seinem Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Wir beide hier oben, eine wunderbare Konstellation auf dem Rasen. Ich freue mich richtig. Ganz ehrlich, die UEFA Champions League Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Die Partie hat begonnen. Eine Frage habe ich noch an den Mann mit der großen Fußballerfahrung. Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie? Vielleicht ist heute ja der Schlüsselspieler ein Linksverteidiger. Definitiv einer der besten der Welt. David Alaba ist eine Klasse für sich auf dieser Position. Ich kann gar nicht anders, als dir zuzustimmen, Hansi. Der Mann ist der geborene Leader und Abwehrchef. Gomis. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Na, das ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht für ihn nicht zu weit. Da ist ordentlich Dampf dahinter. Mit dem Pass nach vorn. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Lewandowski hat alles getan, um noch an den Ball ranzukommen. Nur verarbeiten konnte er ihn nicht. Und bitte! Er wird hier hervorragend bedient. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Versucht, die Gasse zu finden. Gomis! Hier ist es Schneider. Ein Pass auf den Flügel. Er springt hoch zum Kopfball. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Der Plan ist einfach. Flügelspiel, Flanke, Kopfball, Tor. Der Plan ist allerdings in dieser Situation nicht aufgegangen. James Rodriguez. Toll gelöst. Hinaus auf die Außenbahn. Robben wird ins Abseits gestellt. Er wollte noch raus aus dem Abseits, aber das Timing stimmte nicht. Weit nach vorn gespielt. Müller. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Selcuk Inan. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ins Abseits gelaufen. Oh ja, maximal ein Schritt hinter dem letzten Abwehrspieler. Er versucht, ihn da durchzuspielen. Weiß, eine abgedroschene Phrase. Aber dennoch, ein Tor würde dem Spiel wirklich gut tun. James Rodriguez. Das schafft er auf eigene Faust. Das ist die Möglichkeit. Das könnte was werden. Und noch einer. Stark gehalten. Der Befreiungsschlag. Der wird den Mitspieler nicht erreichen. Müller mit dem langen Pass in die Spitze. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Damit ist die erste Halbzeit schon beendet. Verdammter Pausenpfiff, der kommt wirklich zur falschen Zeit. Die sind im Moment richtig gut drauf, die würden gerne weiterspielen. Keine Tore bis hierhin, 0:0. Warten wir ab, was uns in den zweiten 45 Minuten erwartet. Hälfte 2 ist eröffnet. Jetzt müssen sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen größer. Auf dem Weg in Richtung 16. Training zahlt sich aus, das ist gutes Zweikampfverhalten. Er schlägt ihn nach vorne. Versucht, die Gasse zu finden. Mit dem Pass. Das ist ein Foul. Ab auf die linke Seite. Er findet Müller. Thomas Müller mit der Hereingabe. Flanke kommt, aber wird sofort von der Abwehr entschärft. Lewandowski steht im Abseits. Schneider tut sich offenbar schwer, im Spiel zu finden. Na klar, das ist ein Mann, der das Spiel alleine entscheiden kann. Das wissen sie und deswegen sind sie immer sofort bei ihm. Durch die Abwehr. Er nimmt den weiten Weg. Jérôme Boateng. Und der kommt durch. Schlauer Pass. Semikaya haut ihn weg. Müller. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Damit ist die Gefahr fürs Erste gebannt. Langer Abschlag vom Keeper. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Der Ball kommt durch. Fantastisch von Lewandowski. So späte Tore haben einen riesigen Vorteil. Der Gegner hat keine Zeit mehr zu reagieren. Das Das hat er sensationell gemacht. Die Ballkontrolle, die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und wie er dann zum Abschluss kommt. Das ist fast Weltklasse. Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Gomis. Schneider. Er steckt ihn durch. Den muss er machen. Gomis hat auf den Pass gewartet, ist da schön reingelaufen, aber das war's dann auch schon. Gut gemacht, damit hat er ihnen einiges an Ärger erspart. Durch die Abwehr. Gomis hat sich den Ball schön erlaufen, allerdings hat es nicht dafür gereicht, auch abzuziehen. Alaba spielt das Ding lang. Hier ist Lewandowski. Schneider. Dave. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Sie haben den Sieg eingefahren, sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch die Mitte brillant gespielt haben.